Tag von Pisistel Wien ist hier bei mir sitzt der Andreas. Grüß dich. Auf einmal ist es ruhig geworden im Hintergrund. Ja. Wir haben gerade der besseren Hälfte sozusagen die Zunge gepierst mit zwei Venomszungen. Bis ich hatte sie schon. Wir haben uns gefreut, dass man ein bisschen ruhig wird im Studio. Und dann lag dort. Der Wunsch, das war mir das Gedanke, nach 30 Sekunden hat sie schon wieder gequatscht wie ein Wasser. Ja, trotz Betäubung. Wenn nicht kaputt. Ist passiert. Aber besser so, besser immer zu lachen, als dass es traurig ist. Andreas macht ein Augenbrauenpiercing. Mal cool, ja. Endlich mal wieder, also ist es wieder ein Trend. Ich sage ja, 2019 ist das Augenbrauenpiercing, ja. War jetzt einige Jahre nicht verschwunden, kein einziges gestochen, viele Jahre noch nicht. Also von 2012 bis 2017 kein einziges Augenbrauenpiercing oder 18. Einziges? Kein einziges. Wow. Nicht. Das ist aber bei Madonna zum Beispiel auch Madonna Oberlippenpiercing, also links-rechts gesetzt, Marilyn oder Madonna ist auch so, gerade kommt weg, es kommt dann wieder. Das ist wie bei Mode, bei allen möglichen Augenbrauenpiercings ist jetzt wieder voll, also keine Angst, es ist kein Mainstream-Piercing, aber es gibt so Piercings, die verschwinden dann komplett und dann kommen sie wieder. Was cool ist, weil letztlich kannst du nichts Neues erfinden. Das ist bei manchen Ohrenpiercings auch so, das ist, bleibt auch so, also es wird irgendwann wieder was verschwinden, dann kommt es wieder. Das ist immer so ein Rhythmus. Ja? Also, wir legen uns mal drauf, bitte, einfach kurz hinten, wir nehmen ein normales Augenbrauenpiercing in 1,2 mm, ne? Also wir machen nicht 1,6 oder so. Nur wenn es danach ist, würde ich 1,2 lassen, weil es gibt ganz selten mal Männer, wo würde ich 1,6 wollen, aber ich finde es absolut sinnlos, weil es tut mir weh, der Stab ist dicker und die Kugeln kann ich eh gleich dick nehmen später, also ich gebe keinen Sinn, dass ich 1,6 nehme. Gut. Dann seid aber wirklich sehr ruhig, ne? haben Sie Angst, sich im Video zu blamieren? Sowieso. Ja, genau. Kugeln. Ich würde jetzt ehrlich gesagt fast auf die kleineren gehen, auf die 3 mm. Schauen wir, das sind die. Ich gebe auch eine 4 mm Kugel. Die ist halt etwas massiver. Ich weiß nicht, ob es nicht zu viel ist. Es ist Geschmacksfrage. Du hast doch schon nicht zu viel. Danke. Ja, ich nehme lieber die über die Dezent. Nein, ich glaube, es ist am Anfang gescheiter, weil. Die Viererkugeln wirken oft im Gesicht zu krass am Anfang. Und deswegen lieber die ersten 6 Wochen mit den kleinen fahren. Wir können sie jederzeit mehr ändern. Das geht ja nichts. Mhm. Gut, dann zeigen wir es mal an. Wir machen ein normales Augenbrauenpiercing, also von oben nach unten. Und das war's. Augenbrauen zupfst du, glaube ich, nicht. Die sind immer so, oder? Die sind immer so. Passt. So. Was machst du denn danach? Helfen ich würde sie mal, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, das sind die zwei Verrückten. Tut mir deine Zunge rauskommen. Ja. Jetzt gerade neue Piercings gestochen und schon wieder voller Akrobat, unglaublich. Ja, du könntest dir nachts mit Edding anmalen zum Beispiel. Das ist dieses Vorhast, ja. Das haben wir immer gemacht im Schulanteil früher. Was der, ihr pinken Nagellack, du kriegst den Nagellack dann drauf. Das gefällt dir so. Und glitzert. Ich glaube, sie ist gefährlich. Ich glaube, sie hat wirklich sehr böses Potenzial. Ich würde es, glaube ich, nicht herausfordern mit ihr. Ja. Er kennt mich ja schon. Ja. Er hat es ja ausgesucht. Oder wie ein Bekannter gesagt hat, mich eintreten. Wie? Mich eingetreten. Okay. Habe ich noch nicht gehört, den Spruch. Was hast du denn du eintreten? Ja, so. Ja. Ja, es kommt schon sehr gut hin. Gelegentlich. Ausgesucht eher nicht, ja. So. 8 mm Abstand ist einfach, auch wenn die Augenbraue ein bisschen fester ist, also quasi nicht gerade jetzt gezupft. 8 mm ist trotzdem schön. 10 mm will ich bei der Wand. In deinem Fall nicht machen, weil es einfach zu, wird viel zu wuchtig, das Ding. Ich zeig's dir im Spiegel. Es gibt Männer, wo man 10 mm sticht, aber die haben dann wirklich Augenbrauen wie Theo Weigel früher. Kennt ihr Theo Weigel noch nicht, gell? Ja? Ist ein deutscher Politiker gewesen, hat Augenbrauen gehabt, Daumen dick, ja. Dem hätte ich es auf 10 mm gestochen. Ja. Der wirklich ganz extrem, aber so ein normaler war das so. Position passt, Winkel passt, alles passt. Passt. Super. So, also, dann stellen wir das Ganze mal. Und nochmal eine Schange rausstellen. Das ist der erste ohne Narkose. Narkose? Ja, bei der Tumor hast du uns gehabt. Ja, bitte. Narkose muss ich gleich richtig stellen. Nicht, dass die Leute denken, der wird sich mit Vollnarkose piercen lassen. Na sicher, das wäre schon. Nein, ich war Zeuge damals. Er hat es nicht mit Vollnarkose gemacht. Er hat es ganz super gemacht.
Wie ist es für einen Mann gehört? Du hast noch nicht jammern gehört. Es hat doch gar nichts gefallen. Ich schlucken können. Ja, ich weiß das. Ich hätte schlucken können, ich weiß. Und du plapperst einfach. Du Aha. redest, du redest. So wie jetzt dann. Ja, wenn du nichts machst. Es gibt halt bei Zungenpiercings ist es lustiger oft, wenn wir zwei Leute haben, die sich kennen und am gleichen Tag, im gleichen Studio alles bei mir machen, dass du wirklich zwei komplett verschiedene Abheilergebnisse hast. Du hast die Zunge rausnehmen können, dafür nicht gut reden können, du hast reden können, aber nicht rausnehmen. Der eine halt spielt an, der nächste spielt nicht an. Das ist wirklich, und deswegen ist es auch so schwer, das zu pauschalisieren, wie das ist. Die Leute wollen von mir natürlich immer wissen, was passiert jetzt genau. Und du hast halt gewisse Erfahrungsberichte, aber es weicht halt doch ab. Ja. Jeder ist individuell. Von der Augenbraue generell wird das natürlich eine ganz einfache Nummer. Da wird jetzt kaum was anschwellen. Im schlimmsten Fall hast du ein leichtes Hämatom, also einen blauen Fleck unter der Augenbraue. Sieht dann aus, als ob du Boxen warst. Du sagst, hat der Frau dich geschlagen. Ja. Glaubt dann auch jeder. Das glaubt man wahrscheinlich. Das glaubt jeder, natürlich glaubt es jeder. Deswegen würde ich es auch sagen. Ja. Was. Ich muss ja das ein bisschen anlehnen. Ja, und also es wäre normal, wenn ein leichtes Hämatom kommt, ich glaube es zwar nicht, aber wenn es ist, bitte nicht erschrecken. Geht dann nach zwei Tagen wieder. Die erste Leibstellung muss ich hoch. So. Ganz locker bleiben. Ich decke mich da auf deinem Auge ab mit deinem Finger, nicht erschrecken. Das war's. Wow. Schau mal, kann ich mal gezuckt, hat er. Na, wow. Lebst du noch? Nein. Oh. Er ist irgendwie so still. Das bin ich von deinem Anlassbogen. Sehr konzentriert, nicht zu schreien. Das glaube ich alles nicht schreien. Der Arme. Tut mir schon ein bisschen leid, Andreas. Bist du oft mit den beiden dann auch unterwegs? Ja. Ein bisschen. Ich wollte es fürs Video nicht so, so schlimm sein. Frag bitte nicht nach. Hä? Wir filmen da, können wir nicht. Schau, der Schweiß rennt am Schuh oben. Fang schon. Ja. Glänzend war er. Ich bin immer ein Schein. So. Du, was ist, Andreas, wenn die Frau im Wohnzimmer steht? Dann ist die Kette in der Küche zu lang. Okay. Nimm das bitte mit auf den Weg. Wir könnten das auch, ich könnte das auch mit den Zungenpiercings. Ich könnte es auch. Nee, wir schneiden nichts. Ich könnte es auch mit so Ringen, könnten wir das machen, dann könnten wir das einhängen. In die Zunge? Ja. Jesus. Dann redest du immer noch. Oder Nippel. Dann redest du, können wir auch machen. Alter, schön. Na, sehr was. So. Ich bin in meinem ganzen Piercings angekettet. Boah. Das ist doch hart zu dir. An allen Piercings, dann komm ich mal los. Ah ja, aber es gibt ja seine Ruhe ja nie. So. Der kann's, wenn er will. Mega, schau. Geht gut, oder? Und wie gefällt's dir? Augenbrauenpiercing. Bin mal gespannt, wie viel man noch machen. Also ich glaube wirklich, es kommt mehr, auch bei Männern. Dieses Jahr, glaube ich, ist der dritte Mann oder sowas, den wir machen. Vorher habe ich eine Frau wieder gehabt, also es kommt wirklich wieder mehr. Das ist wirklich kein Witz von mir. Ich habe es von 2010 spätestens bis 2018 immer gestorben. Und Ende des Jahres 2018 kam es wieder los. Ich weiß ja nicht warum, weil irgendwo ist bei Instagram wahrscheinlich immer wieder ein Bild aufgetaucht. Und irgendwann ist das hey, cool. Und dann geht es, genau, und so geht es dann. Dann gehen die Trends wieder. So, mein Lieber, also von der Pflege her. Diesmal ist es ein bisschen anders als beim Zungenpiercing, nämlich komplett anders. Wir brauchen Pontolin Spray und Gel. Darfst du dich schon aufstellen oder hinsetzen? So, mach's bitte so, dass du zuerst die Augenbraue mit Pontolin Spray sprühst. Vorher natürlich die Hände wäschen und desinfizierst. Wenn du es eingesprüht hast, mach das Auge bitte zu dabei. Man kann den Spray ins Auge sprühen, wäre nicht giftig, aber ich würde es trotzdem jetzt nicht provozieren, warum auch. Einfach kurz zumachen, drauf sprühen, zwei, dreimal und einwirken lassen. Das tropft natürlich ein bisschen über das Gesicht runter, das macht nichts, das tupfst ab. Nach der Einwirkzeit von 30 Sekunden Küchenrolle nehmen, die Küchenrolle kurz ansprühen und einfach oben und unten einmal abwischen. Nie mit Wasserstäbchen arbeiten, weil es fusselt. Dann nehmen wir das Pontolin Gel. Davon schmierst du bitte einen Tropfen auf den Finger und tust es zwischen die zwei Brauen, also zwischen obere und untere Kugel. Einmal oben rum, einmal unten rum. Genau, einmal hin und her schieben. Was bei Augenbrauenpiercings sehr oft vorkommt, trotz Pontolin Spray und Gel, dass du eine leichte Entzündung kriegst, wenn sich ein Haar einwächst. Das ist natürlich, die Haare wachsen aus der Subkutis raus, ja, können sich dann beim Piercing oft nicht vorbeischlängeln, brechen ab, wachsen ein, altern. Das ist aber nur eine lokale, momentane Sache. Da gibt es dann eigentlich auch nichts Großes zu tun. Entweder man sieht es eh,
zupft dann dieses rötliche Haar einfach raus, weil oft steht es dann irgendwo seitlich raus, weil es so einen Bogen macht, dann zupft man es einfach raus, dann ist es rum. Oder man tut zur Not einfach einmal ein Tyrosurgel oder eine andere antibiotische Salbe wie Badiazin drauf für 2 Tage. Das kommt nicht oft vor, aber ich würde sagen, so jeder 10. Kunde hatte das früher mal, einmal im halben Jahr oder im Jahr, ja, dass man sowas kommt. Meistens ist es dann auch so, der Körper lernt daraus und dann wächst es halt einfach 2 mm nach links oder rechts und dann geht es auch wieder problemlos durch. Ja, nur dass es weiß, also falls es mal ist, das liegt es nicht am Piercing selbst, sondern ist dann meistens so eine, ja, einfach Haarwurzelentzündung, eine kleine, passt. Haare färben machst du eh nicht, klar, Dampfbad zu lange im Sauna ist 3 Wochen verboten, schwimmen geht bitte auch 3 Wochen nicht und Duschen, Sport und Haare waschen ab morgen wieder. Und Halloween passt oft, dass ich nicht die Haare blau färbt oder so. Ja, das ist eben genau das, was auch passiert. Na, da wende ich mich anderen Regionen zu. Ja. Die blau färbt. Eieiei. Das sollte man wirklich ausschneiden. Aber das Gute ist, pass auf, wenn dir mal was passiert, ja, wir haben einen Videobeweis. Ja, wir haben die Sachen quasi schon alles angedroht, schon vorher. Ja, also ja. Das, die kommt gar nicht mehr raus. Ja, was denn aber? Ich tue mal was zieht noch mit dem. So sieht es aus, ja. So sieht es aus. Ja. Was war das mit der Küche? Die Küche, das war ein Hinweis. Naja, also Zentrum wie mit dem Zaunfall. Männliche Zusammenarbeit, wenn man sowas. Ja, ja, ja. Alles gut. Die Zentrum wie mit dem Zaunfall. Stehe ich komplett dazu, ja? So, mein Lieber, hab mich sehr gefreut. Ja, ich auch. Gib dir den Pflegezettel nochmal mit. Euch auch, danke fürs Kommen. Ja. Tschüssi, mach's gut. Ein lustiges Video wird das. In diesem Sinne, schönen Abend euch allen. Tschüss, Baba, und bis zum nächsten Mal. Ciao.